What's up, people? Das ist TrainSmart Episode 4 und in dieser Episode geht's um, ja, im Prinzip die für mich vierte Grundübung, das Langhantelrudern für einen richtig brutalen Rücken und welche Muskelgruppen wir hier im Spezifischen aktiviert haben, welche verschiedenen Varianten es gibt und was meine Lieblingsvariante ist, seht ihr im folgenden Video. Viel Spaß! Vielleicht habt ihr schon in dem ein oder anderen Video von mir gesehen, dass Langhantelrudern wirklich einer meiner Favorite-Übungen für einen brutalen Rücken und es ist im Prinzip das Pendant zum Bankdrücken. Deswegen habe ich gesagt, vierte Grundübung. Erstmal, welche Muskelgruppen haben wir bei dieser Übung überhaupt aktiviert? Das hängt natürlich auch von der Variante ab, welche Faseranteile wieder dominant akzentuieren. Einmal natürlich den Latissimus, also die Flügelchen, den Teres Major, die Middle Traps, die Rhomboideen, hintere Schulter und natürlich auch Bizeps, Brachialis und Brachioradialis, aber natürlich auch viele andere kleinere Muskelgruppen, Hilfsmuskelgruppen. Stabilisierend hier natürlich einmal die Beine und vor allem auch die Körpermitte, der Unterrücken, die Tiefenmuskulatur, unser Rumpf. Meine Favorite-Variante ist hier ganz klar das Langhantelrudern im Untergriff ohne Absetzen. Und genau wie auch beim rumänischen Kreuzheben beginnt das optimalerweise im Rack und wo genau die Unterschiede sind, sage ich euch später. Zuallererst gehen wir mal auf die korrekte technische Ausführung ein. Wir fangen also im Rack an, Untergriff, und hier könnt ihr euch an den Riffelungen an der Langhantel orientieren. In etwa schulterbreiter Griff, fester Griff, Schultern zurück, Brust raus, Bauchnabel rein, Spannung aufbauen, bevor ihr die Hantel aus dem Rack hebt. Geht dann ein bis zwei Schritte zurück, damit ihr genug Bewegungsumfang habt. Hüft bis schulterbreiter Stand. Leicht in die Knie, lasst die Knie dann leicht gebeugt. Fixiert, Brust bleibt draußen und beugt dann die Hüfte bis hier nahezu parallel mit dem Oberkörper zum Boden. Seid in etwa 10 bis 15 Grad über Boden, müsst dann natürlich kein Geodreieck anhalten. Aber je paralleler ihr mit dem Oberkörper zum Boden seid, desto effizienter wird die Zugrichtung in Bezug auf unsere Zielmuskulatur. Und dann ist es natürlich ganz genau wie bei allen anderen Übungen, denkt immer dran, die effizienteste Bewegungsbahn eines Gewichts gegen die Schwerkraft ist eine vertikale Linie und die ist eben hier über dem Mittelfuß und verlässt diese Linie eben auch nicht. Aus der maximalen Dehnung, ihr seht, ich nehme die Schulter mit nach vorne, Brust bleibt draußen, gehe ich dann eine vertikale Linie zum Bauchnabel in etwa, Schulter, Blätter maximal zusammen, Ellbogen gehen gerade nach hinten und wieder komplett in den Full Stretch, Kopf bleibt gerade in Verlängerung der Wirbelsäule. Eine halbe bis eine Sekunde halten, für maximale Spannung kontrolliert das Gewicht nach unten führen in die vollständige Dehnung. Das ist die Bewegungsbahn und jetzt nochmal. Warum ist diese Variante meine Lieblingsvariante? Ihr wisst, die zwei Faktoren für Muskelaufbau sind eben die Intensität, also RPE, und die Time Under Tension, also die Zeit unter Spannung. Und bei dieser Variante, in der wir nicht das Gewicht absetzen, erzeugen wir eine wesentlich höhere Spannung die gesamte Zeit. Natürlich vorausgesetzt immer eine langsame und kontrollierte Bewegungsausführung mit am besten noch einer halben Sekunde bis Sekunde Stopp im Umkehrpunkt. Und hier im Untergriff ist es so, der Oberarm ist adduziert im Schultergelenk, also komplett dicht am Oberkörper. Und dadurch akzentuieren wir natürlich verschiedene Faseranteile, als wenn wir uns im Obergriff bewegen. Im Untergriff ist es der Fall, wir haben hier die mittleren bis vor allem unteren Faseranteile des Latissimus aktiviert und vor allem, und das ist für Leute, die im Schultergelenk vielleicht etwas Probleme haben, ganz essentiell ist hier im Untergriff das Schulterdach geöffnet. Das heißt, bei Schulterproblemen auf jeden Fall Untergriff. Wer keine Probleme mit der Schulter hat, kann natürlich auch den Obergriff verwenden. Und im Obergriff ist es der Fall, dass wir hier wesentlich abduzierter sind und dadurch natürlich andere Faseranteile wieder aktiviert haben. Hier vor allem die oberen bis mittleren Faseranteile des Latissimus und aber auch die Rhomboideen und Middle Traps mehr, genauso wie hintere Schulter. Das ist hier eben der Unterschied und wir rudern, wenn wir uns im Obergriff bewegen, in etwa zum unteren Ende des Brustkorbs.
im Gegensatz zum Bauchnabel im Untergriff. Welchen Griff ihr verwendet, ob Ober- oder Untergriff, ist eben maßgeblich davon abhängig, erstens, welche Faseranteile ihr mehr akzentuieren wollt und welche Muskelgruppen ihr eben mehr treffen wollt und zweitens, wie es mit eurer Schulter aussieht, mit eurer Schultergesundheit. Ansonsten, bis auf den Griff, ist die Ausführung komplett identisch, natürlich immer langsam und kontrolliert und das Ganze Full Range of Motion mit kurzen Stops für maximale Spannung. Dann gibt es natürlich nochmal den Unterschied zwischen Gewicht nicht absetzen, wie wir es gerade in meiner Lieblingsvariante gesehen haben, und Gewicht absetzen zu klären. Wo liegt der Unterschied? Ganz einfach. Beim Nicht-Absetzen liegt der Fokus ganz klar auf der Time Under Tension, also der Spannungsdauer, weil wir dadurch eben eine wesentlich höhere und wesentlich längere Spannungsdauer gewährleisten, was einer der zwei Faktoren für Hypertrophie ist. Und wir können hier ganz klar den Fokus auf die exzentrische, also negativ-dynamische Bewegungsphase setzen. Und in der exzentrischen Bewegungsphase produziert die Muskelfaser eben eine wesentlich höhere Spannung. Bei der Variante mit dem Absetzen ist es eben so, dass wir hier den Fokus auf die Intensität setzen können und auf die konzentrische, also positiv-dynamische Bewegungsphase. Das heißt, wir können hier unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Was wollen wir erreichen? Mehr Time Under Tension oder eine höhere Intensität? Und dementsprechend eben auswählen, für welche Variante wir uns entscheiden. Wollen wir hier also eher einen metabolischen Reiz setzen durch eine längere Spannungsdauer oder einen mechanischen Reiz durch eine höhere Intensität? Aber mein Tipp fürs Natural Bodybuilding, für den leistungsorientierten Muskelaufbau, ganz klar die Variante, die ich euch eben gezeigt habe. Denn wenn wir uns hier in der richtigen RPE bewegen, dann haben wir hier beides gewährleistet, die passende Intensität und natürlich die Spannungsdauer. Deswegen ist das hier ganz klar meine Empfehlung, diese Variante hier. Auch hier beim Langhantelrudern kann ich euch natürlich wie beim rumänischen Kreuzheben auch einen Gürtel und Zughilfen bei Bedarf empfehlen. Wenn die Griffkraft nicht ausreicht, benutzt ruhig Zughilfen. Diese hier aus Stoff verlinke ich euch unten nochmal in der Infobox und einen Gürtel nochmal, um zusätzlich den Rumpf zu stabilisieren. Und ich zeige euch jetzt einfach nochmal ein Beispiel von mir, welche Faseranteile wir mehr oder weniger akzentuieren durch den Unter- oder Obergriff. Beim Untergriff ist es eben der sogenannte Christmas Tree, den wir rausarbeiten durch die Aktivierung der mittleren bis unteren Faseranteile des Latissimus. Hier unten seht ihr eben diese Anteile hier, die mittleren bis unteren Faseranteile. Das ist der sogenannte Christmas Tree, weil er eben die Form eines Weihnachtsbaums hat. Wenn wir im Obergriff arbeiten, haben wir hier eben die mittleren bis oberen Faseranteile des Latissimus und auch vor allem hier die Middle Traps, darunter gelegene Rhomboideen mehr, hintere Schulter und Bizeps, Brachialis und Brachioradialis sind sowieso mit drin. Im Untergriff der Bizeps nochmal mehr. Zum Schluss nochmal, wem würde ich die Übung nicht empfehlen? Ganz klar jemandem, der noch nicht die nötige Rumpfstabilität aufbringen kann, um eben diese vorgebeugte Position mit rausgestreckter Brust und eben aktivierter Tiefenmuskulatur zu gewährleisten. Da würde ich eher die Ruderzug-Variante empfehlen, mit entsprechendem Griff, eng oder breit, um dieselben Muskelgruppen und Faseranteile zu treffen. Und bei Schulterproblemen, wie schon gesagt, im Untergriff und den Obergriff eher meiden. Also Leute, wenn ihr einen richtig massiven und brutalen Rücken haben wollt und vor allem die Flügelchen einfach rausarbeiten wollt, dann empfehle ich euch das Langhantelrudern in der jeweiligen Variante. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen nach oben, würde ich mich mega drüber freuen. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr das wie immer hier unten tun. Vergesst nicht auf die Glocke zu klicken, damit ihr benachrichtigt werdet, immer wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Und in diesem Sinne Leute, ich wünsche euch noch einen richtig, richtig geilen Abend. Haut rein, Little Chickens! Seven weeks out, Leute. Shit's getting real.